dem Leiden, das wir Tieren zufügen und dem Nutzen, den wir oder ein Teil von uns aus dieser Zufügung des Leidens ziehen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich dieser unterschiedlichen Ebenen bewusst ist. Und das ist natürlich auch oder kann auch frustrierend sein, wenn man auf rein wissenschaftlicher Ebene glasklare Befunde hat und zeigen kann, seht doch hin, diese Tiere leiden und im Tierschutzgesetz steht, das wollen wir nicht. Und dann kommt eben diese vierte Ebene mit rein und plötzlich muss man das tolerieren. Ein Beispiel nur, um das noch etwas zu erläutern. Ein Beispiel, über das viel diskutiert wurde hier in Deutschland, das Schächten von Rindern, also das Töten durch Blutentzug ohne vorangehende Narkose. Ist Schächten tiergerecht als Tötungsmethode, ja oder nein? Und entspricht es dem, was im Tierschutzgesetz gefordert wird? Wenn wir das auf rein naturwissenschaftlicher Ebene uns anschauen, dann können wir beobachten, was geschieht beim Schächten. Die Tiere werden zuerst fixiert und dann wird der Schnitt gesetzt, der Entblutungsschnitt. Bei der Fixation erkennen wir eindeutige Angst- und Stresssymptome. Beim Schnitt erkennen wir Schmerz-, Erstickungs- und Angstsymptome. Und wir können Hirnströme messen, die 30 Sekunden messbar sind nach im Mittel 30 Sekunden messbar sind nach Setzen des Entblutungsschnittes. Auf fachspezifischer Ebene interpretieren wir diese Befunde und kommen zur Schlussfolgerung, die Tiere sind bis zu 30 Sekunden nach dem Schächtschnitt bei vollem Bewusstsein und diese Symptome weisen alle darauf hin, dass die Tiere unter erheblichen Schmerzen und Leiden leiden, also Angst und Stress. Nun, wie sieht das aus, bezogen auf das Tierschutzgesetz? Töten ohne vorangehende Narkose ist generell verboten nach § 4a, aber es sind behördliche Ausnahmen möglich, das ist auch in diesen Paragraphen festgelegt. Es braucht einen vernünftigen Grund, also muss eine Güterabwägung stattfinden zwischen möglichen Alternativmethoden und religiösen Motiven. Es ist klar, Schächten wird aus religiösen Motiven betrieben. Rein bezogen auf das Tierschutzgesetz muss man sagen, es gibt bessere Methoden, es gibt tiergerechtere Methoden, also müssen diese religiösen Motive triftig sein, damit dieses erhöhte Leiden, das durch diese Methode entsteht, gerechtfertigt werden können. Dazu gab es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das ist dann die Ebene 4, die gesellschaftspolitische Abwägungsebene. Da wurde festgelegt, Schächten ist verfassungskonform, Religionsfreiheit ist ein vorbehaltloses Grundrecht, Tierschutz war zumindest damals ein einfaches Gesetz, neu seit 2002 ist Tierschutz auch im Grundgesetz festgelegt als Staatsziel, allerdings ist fraglich, ob dies zu einer Revision dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils führen wird und es ist fraglich, ob Tierschutz jemals höher eingestuft werden wird als beispielsweise die Religionsfreiheit, nicht zuletzt vielleicht in diesem Land. Was wir eigentlich wissen möchten, ist, ob Tiere leiden und wann sie leiden und wie stark sie leiden. Nun, dummerweise können wir das nicht messen. Thomas Nagel, ein Philosoph, hat 1974 ein Buch geschrieben, das sehr viel Beachtung gefunden hat, mit dem Titel oder einen Artikel geschrieben, What is it like to be a bat? Wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein? Die Fledermaus nicht zufällig gewählt, weil die natürlich ganz andere sensorische Ausstattung hat als wir Menschen. Und er hat dargelegt und auf den Punkt gebracht, wieso wir subjektive Empfindungen, Gefühle niemals objektiv messen können. Das ist schlicht und ergreifend deshalb, weil subjektive Empfindungen subjektiv sind, also nur aus der ersten Person direkt erlebt werden können, währenddem Wissenschaft sich konsequent in die dritte Person stellt. Das heißt, Wissenschaft wird aus der dritten Person heraus betrieben. Wir betrachten die Dinge und eben auch die Tiere und auch deren Gefühle von außen
Wir wollen sie nachvollziehbar für alle anderen messen können. Und etwas, das nur von der ersten Person erfahrbar ist, kann man nicht aus der dritten Person heraus messen. Das ist natürlich ein Problem für uns tierschutzorientiert arbeitende Ethologen, weil das ist eigentlich der Kern der Sache, das Leiden der Tiere, und das ist das Einzige, was wir wirklich nicht messen können. Also müssen wir uns eines Tricks bedienen. In den Naturwissenschaften gilt, messe, was messbar ist, und was nicht messbar ist, das versuche messbar zu machen. Also versuchen wir das, und das Mittel, mit dem wir das versuchen, ist der Analogieschluss. Den werde ich hier kurz ausführen. Der Analogieschluss, der basiert auf drei Kriterien. Das erste sind Eigenschaften der Tiere. Und da können wir feststellen, dass die Nervensysteme aller höheren Wirbeltiere zumindest anatomisch und physiologisch vergleichbar und stammesgeschichtlich homolog sind, also stammesgeschichtlich aus den gleichen Wurzeln hervorgegangen. Das ist ein gutes Argument, um plausibel zu machen, dass diese Gehirne alle in den Grundzügen vergleichbar funktionieren. Das ist Punkt 1. Punkt 2 des Analogieschlusses sind Merkmale der Reizsituation. Also Situationen, die analog sind zu solchen, die das Wohlbefinden von Menschen beeinträchtigen, können bei Tieren analoge Empfindungen hervorrufen. Also man geht davon aus, dass ein Gehirn, das gleich funktioniert wie unseres, in Situationen, die auch uns oder die vergleichbar sind zu solchen, die uns belasten, auch diese Tiere mit diesen Gehirnen belasten können. Also das nur als Illustration, was mit analoge Reizsituation gemeint ist, natürlich nicht identische Reize, sondern eben vergleichbare Reize, die zu vergleichbaren Bedrohungen führen. Und als drittes die Merkmale der Reaktion, also wenn Tiere mit vergleichbaren Nervensystemen wie dem unseren in Situationen, die vergleichbar sind zu Situationen, die uns belasten, auch noch Reaktionen zeigen, die ähnlich sind zu Reaktionen, die wir in diesen Situationen zeigen, dann ist es sehr plausibel davon auszugehen, dass auch die Empfindungen, die die Tiere dabei haben, ähnlich sind. Der Analogieschluss, der erlaubt uns nicht, Empfindungen zu messen oder Leiden zu messen. Es ist einzig ein Mittel, um die Plausibilität unserer Schlussfolgerungen zu erhöhen. Das heißt, es schränkt uns in gewissem Maße ein. Er ist natürlich ungerecht gegenüber all den Tieren, die eben kein uns ähnliches Nervensystem haben. Insekten zum Beispiel. Die sind zu weit weg, da können wir keine direkten Bezüge herstellen zu uns Menschen. Da ist es viel schwieriger, über einen solchen Analogieschluss zu argumentieren. Das heißt, da müssen wir einfach sagen, wir können nicht viel dazu aussagen. Aber bei allen Wirbeltieren zumindest, die eben auf sehr ähnlicher, oder wo die Nervensysteme sehr ähnlich aufgebaut sind und auch sehr ähnlich funktionieren, da haben wir gute Grundlagen, um zu argumentieren, dass eben unter der Bedingung, dass ähnliche Situationen zu ähnlichem Verhalten führen, auch ähnliche Empfindungen vorhanden sein müssen. Nun, was sind denn die Dinge, die wir konkret messen, um Leiden bei Tieren nachzuweisen? Sind eine ganze Reihe auf unterschiedlichen Ebenen, Indikatoren letztlich für Beeinträchtigungen des Wohlergehens von Tieren insgesamt. Das sind zum einen Leistungsmerkmale, also wenn das Wachstum beeinträchtigt ist, der Fortpflanzungserfolg, also weniger Eier gelegt werden oder weniger Junge produziert, wenn die Lebenserwartung sinkt, kann man davon ausgehen, dass irgendeine Beeinträchtigung vorliegt. Morphologische Merkmale wie Körperbau, Zustand von Organen und Geweben oder auch der Körperhülle können Hinweise sein, dass Tiere belastet sind. Dann physiologische Merkmale, Stress. Stress kann man messen anhand von bestimmten Hormonen, anhand von Immunparametern, Immunstatus, und es gibt sogar bestimmte Schmerzmarker, sogenannte Prostaglandine, die man auch erfassen kann und die im Zusammenhang mit Schmerzreaktionen gebildet werden. Und zuletzt natürlich Verhaltensmerkmale, und das sind vielleicht die direktesten Indikatoren, die wir überhaupt kennen, weil
mit dem Verhalten die Tiere ja direkt auf die Situationen, denen sie ausgesetzt sind, reagieren müssen. Und damit ist auch davon auszugehen, dass im Verhalten am ehesten sichtbar wird, wenn Belastungen auftreten. Verhaltensmerkmale können sein, neue, veränderte oder nicht auftretende Verhaltensmuster, aber auch die Abfolge von Verhaltensmuster oder die zeitliche Organisation, Veränderungen in der zeitlichen Organisation können Hinweise geben. Also das sind so exemplarisch eine Liste von Indikatoren, sogenannten Indikatoren, die wir versuchen zu erfassen bei Tieren, wenn es darum geht, Tiergerechtheit zu bestimmen.